Hallo an alle, die mich heute sehen. Mein Name ist Silvia Münster. Ich bin 54 Jahre alt, von Beruf Ingenieur bei der Bahn. Und heute habe ich mir eine Begleitung mitgebracht, um Sie zu interviewen, was denn Ihre Kraftquellen sind. Wir haben ein Projekt ins Leben gerufen und wir wollen die Kraftquellen unserer Menschen, unserer Freunde, unserer Bekannten erfahren. Und dann gehe ich gleich zu meiner Begleitung. Das ist die Alfonsina. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin die Alfonsina, bin 48 Jahre alt, ich komme aus Merzig und ja. Gut, danke schon mal für die Vorstellung. Du bist ja schon Frührentner, hast diverse Krankheiten, hattest jetzt vor kurzem Corona, warst in Quarantäne. Wie ist es dir in der Quarantäne ergangen? Ja, ich hatte. Also es war, ich hatte nicht daran geglaubt an Corona. Ne? Ich war sehr gegen alles. Also die wollen uns ein bisschen veräppeln. Aber ich bin dann, abends hat mich meine Schwester angerufen. Ihr Lebensgefährte lag dann da mit Corona positiv. Da habe ich schon Schreck gekriegt. Und dann habe ich morgens gedacht, jetzt gehe ich mal zur Apotheke und lass mich mal testen. Wo ich gedacht habe, ich habe ja kein Corona. Aber die Frau sagte dann direkt, sie sind Corona-positiv, sie müssen direkt im Auto, Gesundheitsamt. Da habe ich gesagt, will die mich veräppeln? Aber das habe ich gar nicht so richtig begriffen, ne? Weil ich ja halt meine Vorerkrankungen habe. Und da habe ich gesagt, kann ja nicht sein. Aber bis ich das dann begriffen habe, dass es ein aggressiver, sehr aggressiv dieser Virus ist. Also ich hatte meine Symptome gehabt, ich war 14 Tage in Quarantäne, fast 14, also mehr wie 14 Tage. Und ich hatte halt die ganzen Symptome auch, Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ganz sehr stark. Auch heute noch bin ich damit noch gefangen, damit immer dieses müde sein und erschöpft. Ja. Ja, du fühlst dich im Moment immer noch müde und erschöpft, ne? Genau. Genau. Jetzt haben wir ja gesagt, du hast ja nicht nur Corona, du hast ja viele Vorerkrankungen, deswegen sitzt du ja auch da mit dem Sauerstoffgerät. Und ja, als ich dich kennengelernt habe, du siehst ja blendend aus und man sieht ja die ganzen Krankheiten, die du hast, gar nicht an. Aber du bist nun mal krank. Und ich weiß, dass du auch nicht gerne als krank durch die Welt rennst. Also lieber ohne Sauerstoffgerät, dass man dir ja nicht erkennt, dass du krank bist, das weiß ich alles. Aber du bist trotzdem lebensfroh und du strahlst so viel Lebenslust aus. Und wie schaffst du das? Wie kriegst du das hin, dass du trotzdem noch so quick lebendig bist? Meistens jedenfalls. Ja, wie schaffe ich das? Das ist Gott. Gott ist meine Kraftquelle, mein Zuversicht, meine, wo ich mich hingehe. Also ich mache dann die Bibel auf, dann lese ich, lese sein Wort. Das gibt mir Kraft. Also, oder ich höre mir Predigen an von Joyce Meyers, von italienischen Pastoren auch, oder Lieder, Lobpreis, oder ich singe einfach und dann rede ich mit ihm. Und ja, und dann, wenn ich dann sein lebendiges Wort, das offenbarte Wort lese, dann er ist da, er gibt mir die Kraft. Und sonst hätte ich das nicht geschafft. Wie oft wollte ich weg von hier mit den Krankheiten? Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich nicht mehr da. Und ich muss dich noch mal fragen, ist Gott deine einzige Kraftquelle? Ist Gott das Einzige, was dir hilft, das da alles so gut zu überstehen? Ja. Auf jeden Fall ist das. Das ist, er ist der Einzige, also Jesus ist der Einzige, wo mir das gibt. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eine Person. Ich glaube daran. Und ja, wenn ich ihn nicht hätte, ohne ihn bin ich nichts und ohne ihn kann ich nichts. Ja, Fina, du hattest ja jetzt wirklich schlimme, schlimme Monate. Die ganzen Krankheiten, die du hast. Corona kam noch dazu. Hast du einen Plan für deine Zukunft? Also ich selber habe keinen Plan. Mein Plan ist Jesus Christus. Er hat einen Plan für mich. Und wenn das sein Plan ist, dann stehe ich das durch mit ihm, ne? Alleine und ohne ihn.
schaffe ich das nicht. Aber mit ihm schaffe ich das. Weil meine Wege sind nicht seine Wege, aber seine Wege sollen meine sein. Fina, ich krieg gerade Gänsehaut für dein tolles Schlussplädoyer. Ich finde es toll, dass du diese Kraft schöpfst aus Gott, aus Jesus und bleib so, wie du bist. Ich danke dir vielmal für dein offenes Gespräch, auch an alle, die jetzt heute zuhören. Das war Gänsehaut. Ich habe gerade Gänsehaut pur. Vielen Dank, dass du da warst und das mit mir heute gemacht hast. Dankeschön. Dürfte ich jetzt knutschen, wenn kein Corona wäre, machen wir einen anderen. Dankeschön.